Das Super Nintendo ist einfach ein legendäres System und hat einen ganz speziellen Platz im Herzen eines jeden Retro-Begeisterten. Es erschienen hunderte Spiele für die Konsole und darunter gibt es viele, viele zeitlose Klassiker. Aber wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. In diesem Video stelle ich euch die 10 schlechtesten Spiele vor. Als Grundlage habe ich wie immer die GameFAQ-User-Bewertung genommen. Ich habe dabei Titel aussortiert, die nur in Asien erschienen sind, jedoch Spiele reingenommen, die nur in Nordamerika erschienen sind. Die kann man wenigstens verstehen. Die Quelle habe ich euch wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt, aber jetzt genug der Vorrede, viel Spaß! Jetzt mal ehrlich, wundert es euch, dass dieser Titel in dieser Liste auftaucht? Man mag zwar sagen, hey, die Zielgruppe sind halt kleine Mädchen, was erwartest du? Aber selbst die haben ein vernünftiges Spiel verdient und keine lieblose Minispielsammlung, die man in 15 Minuten durchspielen kann. Aber so gesehen ist das Grauen wenigstens schnell vorbei. Wie der Name es schon verrät, basiert dieses Spiel auf einem der vielen Frankenstein-Filme. Etwas Positives, die Musik ist recht gut. Was schlecht ist, so ziemlich der ganze Rest. Das Spiel ist einfach nur unnötig schwer und frustriert sofort. Dabei hätte man aus der Thematik durchaus einiges rausholen können. Das Spiel hat wirklich viele Leute damals enttäuscht. In den großen Magazinanzeigen sah es einfach fantastisch aus. Die vorgerenderte Grafik war dank Donkey Kong Country voll in und was kann da schon schief gehen? So einiges leider. Die Steuerung ist echt seltsam und das Kämpfen macht einfach keinen Spaß. Und das in einem Fighting Game. Die Ambitionen waren bei diesem Spiel auf jeden Fall sehr hoch. Eigentlich ist Space Ace ein Arcade-Automat aus den frühen 80ern, der vor allem mit der liebevoll gezeichneten Grafik begeistern konnte und im Prinzip eher ein Film mit Quicktime-Events war. Das Spiel hat man dann versucht auf den Super Nintendo zu portieren und dort fällt es voll auf die Nase. Die schreckliche Steuerung, die versaut einfach alles. Die Versoftung zu dem legendären Film gehört leider bei vielen Systemen zu den schlechtesten. Das verwundert auch hier kaum. Der Kultklassiker wurde hier als wirrer Plattformer umgesetzt und irgendwie passt alles nicht zusammen. Levelaufbau und Steuerung sind nur die Spitze des Problemberges. Immerhin sehen die Sprites einigermaßen so aus wie die Charakter der Vorlage. In der Spielehalle war die Vorlage echt begehrt und so gab es auch einige Portierungen auf die Heimkonsolen. Klingt jetzt doch eigentlich nach einer soliden Idee. Nur gehört die Portierung irgendwie bei jeder Konsole zu den schlechtesten, was das System zu bieten hat. Da ist die Super Nintendo Version leider keine Ausnahme. Warum? Naja, ihr seht es ja selbst. No.
Okay, der Grundgedanke hinter diesem Spiel ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Es soll Kindern mit Diabetes ein paar Grundlagen ihrer Krankheit beibringen, besonders dem Umgang mit Insulin. Aber das hätte man nun wirklich besser verpacken können. Schaut euch doch nur mal alleine den Spielcharakter an. Okay, ihr seht es ja selbst. Und der erste Gedanke ist, was zum Teufel? Aber schräg heißt ja nicht unbedingt schlecht. Hier aber leider schon. In diesem seltsamen Plattformer reist ihr in mieser Grafik durch den menschlichen Körper und ballert auf Roboter? Keine Ahnung, was die Entwickler geraucht haben, aber ich will auch was davon. Okay, in jeder Flop-10-Liste muss natürlich auch mindestens ein Sportspiel da sein. Aber heilige Scheiße ist das hier mies. Hier wird kein normales Basketball-Match gespielt, sondern Hinterhof-Basketball 1 gegen 1. Klingt eigentlich gut, aber die richtig miese Technik verhagelt sofort den Spielspaß. Zum Glück hat es nicht den Sprung nach Europa geschafft. Das absolut mieseste Spiel ist Baby's Kids und das verwundert ehrlich gesagt auch nicht wirklich. Ich habe schon in meiner Quetzi-Folge feststellen müssen, dass dieser Brawler unausgewogen ist. Schlechte Steuerung, Gegner, die viel zu viel einstecken, kombiniert mit einem dementsprechenden Schwierigkeitsgrad. Finger weg.